Also wir kommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist der 26. November. Wir haben noch zwei Sitzungswochen vor Ende des Jahres. Und wir wollen heute reden über das, was aktuell diese Woche anliegt und was sich tut, auch in den anderen Parteien. Das hat Bedeutung für alle, die im Bundestag sind. Und deswegen habe ich heute eingeladen, die FDP-Bundestagsabgeordnete Daniela Kluckert aus Berlin. Herzlich willkommen. Guten Abend. Eins geht überall um. Das Schreckgespenst ist es nicht, aber wer wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Angela Merkel? Das sind jetzt noch 2 Wochen genau. Was wird denn bei Ihnen gesetzt? Herr Merz oder Frau AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer? Ja, ich halte immer wenig davon, in andere Parteien hereinzuraten. Aber es gibt natürlich, hat man eine Meinung oder ein Gefühl dafür. Aber Parteien funktionieren häufig auch dann doch ganz anders, als sie von außen aussehen. Aber wie es im Moment scheint, hat Annegret Kramp-Karrenbauer da einen guten Stand. Und ihre Angreifer laufen ein wenig hinterher. Und wenn ich mir die Debatten in den letzten Wochen angucke, dann sind die auch äußerst interessant und man sieht auch durchaus die Unterschiede. Ist belebend, nicht? Irgendwie. Genau. Und Frau Merkel, man hat den Eindruck, als Kanzlerin und Parteivorsitzende läuft auch zu neuer Form auf und wird richtig kämpferisch im Bundestag. Ja, also das kämpferisch, ich würde sagen, sie wirkt befreit, dadurch, dass sie jetzt auch den Endpunkt ihrer Zeit als Bundesvorsitzende gegeben hat. Ich glaube aber, was für die Partei gut wäre, also dass sie den Parteivorsitz abgeht, gilt umso mehr fürs Land, denn auch hier brauchen wir ganz dringend eine Erneuerung. Na gut, aber damit meinen Sie nicht Neuwahlen, oder? Damit meine ich nicht zwangsläufig Neuwahlen, aber sie sollte den Platz an der Spitze freigeben, weil wir auch hier dringend eine Erneuerung brauchen. Und es ist ja auch klar, dass es jetzt sehr endlich ist. Und was wir genau nicht brauchen, ist ein Stillstand. Und das ist aber im Moment schon zu spüren, dass da doch so ein Lame Duck ist, dass also sozusagen alle eigentlich wissen, dass mit ihr in Zukunft nicht mehr zu rechnen ist. Die Legislaturperiode und die Amtszeit von Frau Merkel dauert eigentlich noch 3 Jahre. Also da jetzt zu sagen, vielleicht hat sie keine Lust mehr, gibt auf, da warten wir mal ab und dann diskutieren wir da im Januar neu drüber. Dass auch da ein Neustart oder ein Neuanfang möglich ist. Bleiben wir mal in der aktuellen Woche. Was liegt an diese Woche? Haushalt ist vorbei, ist verabschiedet. Ja, was kommt diese Woche? Und dann gibt es noch eine Sitzungswoche und dann ist Weihnachtsferien. Dann sind es die Weihnachtspause, genau. Ganz aktuell war heute ja, die Bundesnetzagentur hat heute getagt. Geht es um G5 oder was? 5G, genau. 5G. Die fünfte Generation. Ja. Also das ist ein Wechsel der Technologie. Ja. Es wird alles schneller, es wird alles auch enger beisammen. Also die Latenzzeit ist geringer. Da hat der politische Beirat heute getagt in der Bundesnetzagentur. Und den politischen Willen aufgezeigt, wie es gehen soll zu 5G. Und wir glauben, dass da noch Luft nach oben ist, dass man das deutlich besser machen könnte. Und das wird, denke ich, schon auch die nächsten Tage bestimmen. Außerdem hat ja die Bildungsministerin, die Forschungsministerin letzte Woche noch gesagt, wir brauchen nicht 5G an jeder Milchkanne. Da ist die FDP anderer Meinung. Aber der CDU-Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, es ist eine blamable Sache, das mit 4G. Ist es auch. Es ist eine blamable Sache und er schaltet ja, das hatte er gesagt, er hat seinem Büro gesagt, dass sie keine Telefonate mehr von ausländischen Kollegen durchstellen sollen, wenn er unterwegs ist, ja, weil es ihm so peinlich ist, dass das Netz dauernd abreißt. Mir auch. Ja. Ja, aber das hätte doch jede Bundesregierung eigentlich in den letzten 20 Jahren schon merken müssen, dass da was nicht stimmt. Wir haben immer von Funklöchern geredet und dann waren wir da immer so ein bisschen lustig darüber. Na ja, gut, ist eben Funkloch. Oder wenn man nicht mehr mit dem Gesprächspartner reden wollte, dann sagt man eben, ich höre dich nicht mehr, ich höre dich nicht mehr. Aber leider war es ernst. Und jetzt merkt man eben, dass es tatsächlich auch dann am Ende nicht nur den Einzelnen nervt, sondern dass es am Ende auch Prozentpunkte im Wachstum kostet, dass es uns nach hinten wirft. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass da jetzt tatsächlich gehandelt wird, dass
die Punkte 4G, 5G getrennt behandelt werden. 4G, auch 4G haben ja viele Menschen noch gar nicht. Ganz viele Leute telefonieren immer noch mit 3G. Ja, aber die Trommeln sind Gott sei Dank abgeschafft. Die Trommeln sind abgeschafft, aber es ist schon ein Desaster. Also ich hatte jetzt nachgefragt, vor 2 Wochen die Antwort bekommen von der Bundesregierung, wie es eigentlich aussieht mit dem Breitbandausbau, und die Zahlen sind verheerend. Ja, das verstehe ich als normaler Bürger eigentlich nicht, weil das Programm Digitalisierung stand immer oben an im Wahlkampf und sagt, wir können das, das bauen wir aus. Und dann hört man das jetzt und dass der Wirtschaftsminister, ich habe schon zitiert, sagt, ich blamiere mich deswegen bei anderen Partnern. Gut, also hoffen wir, dass mit 5G was passiert. Die Koreaner sind ja deutlich weiter schon. Alle sind weiter als wir. Auch wenn man nach Polen fährt, hat man ein besseres Netz. Alle Nachbarn um uns herum sind weiter und es ist nicht mehr zu ertragen. Und Sie sagten gerade, dass alle sich die Digitalisierung auf die Fahne geschrieben haben. Ehrlicherweise war das nur die FDP, die sich das auf die Fahne geschrieben hat. Und man merkt es ja an Aussagen wie der Forschungsministerin, die sagt, wir brauchen es einfach nicht. Da hat man die Zukunft nicht verstanden, weil wir werden es brauchen. Man wird in naher Zukunft auch im ländlichen Raum ohne eben dieses ganz schnelle Internet auch gar nicht mehr anschlussfähig sein an die Städte. Und wir wollen es schaffen, dass man überall in Deutschland, dass es da lebenswert ist zu leben. Nennen wir mal ein Beispiel, warum das so wichtig ist. Nämlich wenn die Autos elektrisch und mit künstlicher Intelligenz autonomes Fahren kommen und das Internet funktioniert ist, dann bleibt das Auto einfach irgendwo stehen. Weil es nicht mehr elektronisch, digitalisiert weiterfahren kann, weil es nicht weiß, wohin. Ist das so einfach richtig gesagt? Ein super Beispiel. Das nächste Beispiel ist E-Health. E-Health, also elektronische Gesundheitsversorgung. Ja. E-Health, genau. Ja. Und unser Krankensystem muss sich weiterentwickeln und wir werden auch eben mit dem technischen Fortschritt, mit dem medizinischen Fortschritt sehr viel mehr tun können und damit eben auch im ländlichen Raum die Spitzentechnologie, die Spitzenmedizin hinkommen kann. Ja? Dass zum Beispiel ein Arzt an unserer wunderbaren Charité sagen kann, ich operiere auch in irgendwann der Zukunft, ich operiere aus der Charité heraus jemanden an der Ostsee in einem kleinen Örtchen, dafür brauchen wir eben genau 5G und es werden noch viel mehr Anwendungen kommen, die wir heute noch gar nicht kennen. Ich gucke auf meine elektronische Uhr beim Laufen und plötzlich geht es nicht mehr, weil der Mast fehlt. Das ist noch nicht sozusagen lebensnotwendig, aber klar, das wird unheimlich viele Anwendungen geben und da müssen wir bald nach vorne kommen und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch die richtigen Hebel in Bewegung setzen, damit auf der einen Seite die Industrie genug Luft hat, das auch zu tun, ja, dass wir nicht sagen, wir wollen sehr viel Geld einnehmen durch die Versteigerung der Lizenzen, also dass die Unternehmen überhaupt aktiv werden dürfen und haben es dann beim Staat und geben es dann wieder zurück. Das ist so dieser alte Trick, rechte Tasche, linke Tasche. Also der Industrie genug zum Atmen geben, genug Luft geben, aber gleichzeitig eben auch sagen, wir erwarten was. Und gerade der Deutschen Telekom, dem Staatsunternehmen. Ich bin ganz bewusst auf diese praktischen Beispiele gekommen. Das ist den meisten ja gar nicht klar, was das bedeutet, 4G oder 5G. Ja. Wenn nämlich alles stehen bleibt oder jetzt schon, wenn es plötzlich am Tag Internet geht wieder nicht. Dann sagt man Mist und dann wartet man eben 5 Minuten. Aber in diesen 5 Minuten kann alles Mögliche passieren. Also, die FDP hat sich ja Digitalisierung immer auf die Fahnen geschrieben. Ja. Sie wollen ja ein digitales Ministerium, wenn Sie dann mal wieder in die Regierung kommen. Ja. Vielleicht passiert das ja, wenn Frau Merkel keine Lust mehr hat oder Herr Merz Frau Merkel so ärgert. Sollte er gewählt werden, wer weiß das schon. Ja? Man kann sich ja alles wünschen fürs neue Jahr. Was wünschen Sie sich denn? Na, ich wünsche mir natürlich an vorderster Stelle, dass es mit Deutschland, dass es mit Berlin vorangeht. Für Berlin habe ich sehr dringende Wünsche, dass dieser Senat endlich aufwacht und hier in dieser Stadt baut, weil Wohnungen ist eines unserer größten Probleme, aber dass er auch aufwacht und die Probleme auch einmal mal im Kern angeht. Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben die Debatte um Fahrverbote in ganz Deutschland. Und selbstverständlich sind Sie hier auch gekommen. Also kommen Sie hier auch. Die Debatte gab es natürlich auch hier. Wir sind eine Metropole. So, in Berlin wird es den Fahrverboten ganz besonders einfach gemacht. Und zwar warum?
Es gibt dann eine Verhandlung vor Gericht, da wird das verhandelt, die Umwelthilfe hat geklagt, der Senat wäre eigentlich auf der Seite Berlin zu verteidigen. Was tut er? Er geht vor Gericht. Nicht Berlin, die Berliner und Berlinerinnen zu verteidigen. Oder die Stadt. Also die Stadt Autofahrer. Eben, die Stadt eben, die Stadt. Also was macht er? Der Senat geht in diese Verhandlung mit veralteten Luftreinhaltungsplänen. Das heißt, die sind überhaupt nicht aktuell, diese Pläne. Mit denen geht der Berliner Senat in die Verhandlung. Dann kann ich entweder sagen, entweder diese Leute sind wirklich total unfähig oder sie machen wissentlich etwas gegen die Berlinerinnen und Berliner. Ja, oder sie haben keine neueren gehabt. Nee, es gibt neue. Sogar der Berliner Senat hat neuere. Das ich meine, die Motoren wären ja sauberer, also müsste die Qualität der Luft ja sich verbessern. Das heißt, der Grenzwert, der jetzt bei 50 oder 45 liegt, sinkt auf 47 und schon gibt es keine Fahrverbote mehr. So wäre es doch, wenn ich neue Luftreinhaltungspläne vorgelegt hätte. Naja, um eben auch zu zeigen, was macht diese Stadt eigentlich. Ja. Luftreinhaltungspläne bedeutet auch immer, die Stadt zeigt auf, was sie alles Großartiges macht, damit die Luft besser wird. Was macht Berlin? Gar nichts. In Berlin fahren immer noch, das muss ich wirklich sagen, in Berlin, diese alten Dreckschleudern von Bussen, diese Touristenbusse. Die kriegen eine Ausnahmegenehmigung nach der anderen. Verpesten hier die Dampf Luft. Ja. Dampf ist es ja nicht. Die Luft, aber die viel, viel sauberen und neu gekauften Diesel, da tut der Senat nichts, dass die weiter auf den Berliner Straßen fahren. Wir werden den Erregungspegel noch ein bisschen hochhalten und nach der Pause darüber weiter diskutieren, weil das geht uns alle an. Irgendwie, entweder haben wir selber einen Diesel oder der Nachbar oder was auch immer. Wir sind gleich wieder da mit der Sendung aus dem Bundestag, heute mit Daniela Kluckert, FDP-Bundestagsabgeordnete aus Berlin. Bis gleich.